Für alle, die lieber Herzhaftes statt Süßes mögen, habe ich hier mal einen ganz besonderen Frankfurter Kranz. Den Hackbraten à la Frankfurter Kranz. Ideengeber war meine seit langem ungenutzte Frankfurter Kranzform. Wie ihr meinen Hackbraten à la Frankfurter Kranz nachmachen könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Der Frankfurter Kranz ist beim Backen die Königsdisziplin. Auch mein herzhafter Frankfurter Kranz ist eine Königsdisziplin. Deshalb gibt es da einige Zutaten. Das ist aber alles viel zu viel, um das hier vorzulesen. Deswegen könnt ihr das unter diesem Video nachlesen. Fangen wir also an, es gibt reichlich zu tun. Als erstes wird die Frankfurter Kranzform eingeölt. Vom Rest meines im Übrigen selbst gebackenen Weißbrots habe ich ca. 100 Gramm ab und dann klein geschnitten. Das kommt jetzt zu den 500 Gramm gehacktes halb und halb dazu. Mit der Milch wird es ein wenig aufgeweicht. Jetzt kommen die Eier, der Senf, die Zwiebeln, das Semmelmehl und die Gewürze hinzu. Die Zwiebeln im Übrigen schön fein hacken, dass sie sich im gesamten Gehacktes gut verteilen. Und dann wird die Hackmasse wie für Frikadellen oder Hackbraten durchgemengt. Dann erstmal beiseite stellen, jetzt wird die Form vorbereitet. Der gekochte Schinken wird überlappend an die Seiten der Form gelegt, den Babybel entpacken und in die Form auf den Boden legen. Den Camembert in 8 Teile teilen und ebenfalls unten auf den Boden in der Form legen. Auf den Käse kommt jetzt das Hackfleisch, immer in kleinen Portionen, damit man es überall gut verteilen kann. Auf die erste Schicht Hackfleisch kommen jetzt die Karotten, werden gut verteilt, und dann die Bohnen, auch die werden natürlich ebenfalls gut verteilt. Auf das Gemüse kommt jetzt die nächste Hackfleischschicht, auch die wird genauso wie die erste in der Form verteilt. Oben auf die letzte Hackfleischschicht werden jetzt der gekochte Schinken und der Lachsschinken immer abwechselnd draufgelegt. Und ganz zum Schluss noch den geriebenen Käse drauf verteilen und dann kommt die Form in den Ofen. Bei 175 Grad Umluft 45 Minuten lang backen. Zunächst sieht der Braten so aus, aber er wird ja jetzt noch gestürzt. Und dann sieht er so aus. Jetzt noch ein wenig Deko obendrauf. Dann ist der herzhafte Frankfurter Kranz fertig. Aufgeschnitten sieht er dann so aus, also wirklich Schichten wie beim süßen Frankfurter Kranz. Man kann ihn im Übrigen wunderbar für Buffets und Partys nutzen. Bei uns gab es ihn als Hauptgericht mit Nudeln dazu. Auf dem Teller angerichtet sieht das dann so aus. Hausmannskost, wie ich sie mag. Übrigens Hausmannskost. Hier oben findet ihr noch viele weitere Rezepte zu Hausmannskost. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.